aufgrund ihrer inneren Energie, das heißt der kinetischen Energie der Teilchen, fühlen Körper sich kalt, lau oder warm an. Diese Merkmale werden als Temperatur des Körpers bezeichnet. Bewegen die Teilchen sich sehr wenig, so ist der Körper kalt. Bewegen die Teilchen sich etwas mehr, so ist der Körper lau. Und bewegen die Teilchen sich viel mehr, so ist der Körper warm. Die Temperatur eines Körpers ist ein Maß für seine innere Bewegung. Zur Temperaturmessung an einem Thermometer nutzt man am häufigsten die thermische Ausdehnung von einer Flüssigkeit. 0 Grad Celsius entspricht der Gefriertemperatur des Wassers und 100 Grad Celsius entspricht der Kochtemperatur des Wassers. Wir bezeichnen eine Temperatur in Grad Celsius ausgedrückt mit klein t, in Grad Fahrenheit ausgedrückt mit klein theta und in Kelvin ausgedrückt mit groß T. Das sind die Umrechnungsformeln. Eine Temperatur in Grad Fahrenheit ausgedrückt entspricht 9/5 mal diese Temperatur in Grad Celsius ausgedrückt plus 32. Eine Temperatur in Kelvin ausgedrückt entspricht der Temperatur in Grad Celsius ausgedrückt plus 273.